Book Planet, die interaktive Online-Buchmesse des Künstlernetzwerks Künstlerplanet. Powered by Radio Planet Berlin. Hallo, ich bin Britta Künkel und schon als Kind war eine meiner großen Leidenschaften das Lesen. Also habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht und bin Lektorin geworden. Erinnerst du dich noch an dein erstes Lektorat, mit dem alles begann? Wie war das? Was war das für ein Buch? Erzähl mal darüber und deine Anfänge. Ich habe nach meinem Studium zunächst an der Uni gearbeitet und war dort vor allem für das Lektorat verschiedener wissenschaftlicher Bücher zuständig. Boah, welcher Titel dort jetzt mein erster war, das kann ich leider nicht mehr genau sagen. Ich habe auch relativ schnell gemerkt, dass das Lektorieren zwar genau mein Ding ist, aber eben nicht diese universitäre Umgebung. Das war mir alles zu trocken und auch so ein bisschen zu emotionslos. Und dann habe ich, weil ich ja wusste, Lektorieren ist mein Ding, einfach mal eine Initiativbewerbung an die Romanheftabteilung von Bastel Lübbe geschickt. Ja, und dort dann als Volontärin angefangen. Und da waren meine ersten Titel Dr. Carsten Fabian, die Fürstenromane und Heimatromane wie Bergkristall oder die schönsten Bergromane. Und nachdem ich mich da dann bewährt hatte, habe ich zusätzlich dann zu diesen romantischen Titeln auch im Gruselbereich angefangen und dort dann relativ schnell die Serie Geisterjäger John Sinclair übernommen, was für mich natürlich ein ganz, ganz großes Ding war. Das war toll und habe das dann auch 10 Jahre lang gemacht. Ja, war eine echt, echt tolle Zeit. Was war der Auslöser, dass du Lektor wurdest? Ich wollte als Kind schon immer lesen, lesen, lesen. Also ich habe Bücher verschlungen, hatte auch eine sehr angeregte Fantasie und war und bin immer noch sehr wissensdurstig. Und in der Schulzeit war das dann so, dass sich relativ schnell herausgestellt hat, dass ich zudem auch sehr sprachbegabt und wortgewandt bin. Zumindest im schriftlichen Bereich, sonst war ich damals eher schüchtern und habe den Mund nicht aufbekommen. Und als ich später dann an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin anfing, hat mir meine damalige Chefin zunächst immer wieder so kleinere Texte zum Gegenlesen gegeben, wo sie einfach kurz meine Meinung haben wollte. Und da hat sich dann herausgestellt, dass ich da sehr wertvolle Impulse immer für sie hatte und auch ein sehr gutes Auge für Stil und Grammatik und so weiter. Ja, also habe ich dann zunächst mal ihre und andere wissenschaftliche Bücher lektoriert und gemerkt, ja, das ist genau mein Ding. Da habe ich Spaß dran. Was ist dein Antrieb bei deiner Arbeit? Das ist vor allem die Zusammenarbeit mit so vielen großartigen Menschen. Also mir ist es bei meiner Arbeit immer sehr wichtig, auf die Menschen einzugehen, sie näher kennenzulernen, weil das ist ja schon einfach was anderes als ein reines Korrektorat, ne? Also meine Arbeit geht über das bloße Korrigieren von Rechtschreibfehlern hinaus. Es geht auch darum, sich wirklich auf Menschen einzulassen, ihnen zuzuhören, sie zu verstehen und sich auch mit ihren ganz persönlichen Wünschen, Träumen, vielleicht auch Sorgen, Ängsten, was auch immer, auseinanderzusetzen. Weil so ein Text ist ja oft auch was sehr Persönliches, ne? Und da geht es bei mir eben auch um Austausch und um Vertrauen. Und ich sage mal so, bei so einem Lektorat begibt man sich ja auf eine gemeinsame Reise. Und es macht mir einfach so viel Spaß, dabei dann wirklich wunderbare Menschen kennenzulernen und mit ihnen zusammen auch so besondere Momente wie den Tag der Veröffentlichung oder den Moment, wenn man das erste Mal das fertige Buch in der Hand hält, zu teilen. Und das ist einfach total schön. Und du bekommst bei sowas dann auch so viel Wertschätzung zurück. Und es entstehen durchaus auch Freundschaften daraus. Und das ist einfach so, so schön. Gibt es ein Genre oder Thema, bei welchem du den Auftrag ablehnen würdest? Also bei Genres bin ich grundsätzlich offen für vieles. Ja, weil ich eben auch, wie gesagt, sehr wissbegierig bin. Und da ist die Bandbreite bei mir auch relativ groß. War es ja auch schon in meiner Festanstellung als Lektorin, wo ich eben Liebes- und Horrorromane lektoriert habe. Da war dann, ging es dann darum, dass der Prinz die Prinzessin findet und nachmittags kamen dann die Zombies so ungefähr. Also ich habe das wirklich beides mit großer Freude damals auch schon gemacht. Und ich könnte auch nicht nur ein Genre bedienen. Also da würde mir die Abwechslung fehlen. Wenn ich zum Beispiel viel im Spannungsbereich gemacht habe, dann brauche ich auch mal wieder so ein bisschen Romantik, ne? Und ich sage auch mal so, wenn ein Text wirklich gut geschrieben ist, kommt es gar nicht so sehr auf das Genre an, finde ich. Ja, was ich aber ablehnen würde, das wären, menschenverachtende, rassistische, diskriminierende Texte und so weiter. Ja, halt alles, was in so eine Richtung geht, wo man auch einfach schon mit gesundem Menschenverstand sagen will, damit will ich nichts zu tun haben. Gab es einen Protagonisten eines Buches,
welchen du besonders ins Herz geschlossen hast? Das ist tatsächlich oft so, dass es jeweils gerade der aktuelle Protagonist oder die Protagonistin ist, mit dem oder der ich mich beschäftige. Weil ich mich eben immer komplett auf so eine Story einlasse. Das ist aktuell zum Beispiel Lynn aus der Cozy Crime Serie Hansel und Pretzel von Danny Baker, die ab Ende August erscheint. Und ich merke aber auch immer wieder, dass es gerade so die Nebenfiguren sind, die ich besonders ins Herz schließe. Nicht unbedingt immer nur die Protagonisten, sondern gerade diese Nebenfiguren, vor allem wenn die so liebevoll gezeichnet werden und ja, vielleicht auch durchaus mal so ein bisschen skurril oder so. Das mag ich total. Wie würdest du deinen Arbeitsstil beschreiben? Wie sieht die Zusammenarbeit mit einem Autor eines Buches, welches du lektorierst, aus? Meinen Arbeitsstil würde ich als persönlich und vertrauensvoll beschreiben. Also Austausch ist mir eben sehr wichtig und, wie ich eben auch schon sagte, diese enge Zusammenarbeit. Also es ist nie so, dass ich einen Text zugeschickt bekomme, den lektoriere und dann mit meinen Anmerkungen zurückschicke und fertig. Also spätestens dann, wenn ich damit durch bin, folgt nochmal ein intensiverer Austausch per Telefon, Videocall oder je nach Wohnort durchaus auch mal persönlich. Also mir ist es wirklich wichtig zu sehen, worauf legt die Person Wert, die mich beauftragt. Was sind ihre Wünsche und Sorgen und so weiter. Und gerade bei längeren Texten tauschen wir uns dann auch mal zwischendurch aus. Also ich hatte zum Beispiel gerade ein Lektorat, bei dem der Roman zu dem Zeitpunkt, als ich mit meiner Arbeit am Text anfing, noch gar nicht fertig war. Also da haben die Autorin und ich uns sehr intensiv ausgetauscht. Und so konnte ich auch live miterleben, wie der Text entsteht und auch meine Ideen und Anregungen schon in dieser Phase einbringen. Das war total spannend. Welche Dienstleistungen bietest du an? Ja, das ist also zum einen klar, ganz klassisch Lektorat, auch Korrektorat mache ich auch. Ja, da dann aber eben auch wirklich ganz individuell. Also das ist wirklich, da schaue ich von Auftrag zu Auftrag, von Auftraggeber zu Auftraggeber. Was ist da jetzt gerade wichtig? In welchen Bereichen kann ich vielleicht noch unterstützen? Das schauen wir dann gemeinsam. Also wir haben dann immer auch erstmal so einen Austausch vorher. Worum geht es überhaupt? Das kann zum Beispiel eben auch so ein Brainstorming sein. Ja, oder eben wie ich vorhin bei dem Beispiel sagte, dass so ein Text gerade erst entsteht. Also das ist wirklich ganz individuell. Also grundsätzlich sage ich mal alles, was irgendwie mit Textarbeit zu tun hat. Möchtest du noch jemanden grüßen oder vielleicht sogar danken? Ich möchte mich bei all den wunderbaren Menschen bedanken, mit denen ich zusammenarbeiten darf und die mir ihr Vertrauen schenken. Das bedeutet mir wirklich sehr viel und sorgt eben dafür, dass ich mit dem, was ich tue, sehr, sehr glücklich bin. Book Planet, die interaktive Online-Buchmesse des Künstlernetzwerks Künstlerplanet. Powered by Radio Planet Berlin.